So, okay. So, herzlich willkommen zu einem neuen Gruppen-Let's Play-Spezial mit ein paar Kollegen. Zum einen die netten Zwergi, Felren und Sören und zum anderen natürlich mich selbst auch. Ich werde erstmal hier kurz meinen Hub abschalten, damit man das mal ein bisschen besser sieht hier. Und wir spielen jetzt eine Art Roleplay, Gruppen-Let's Play, wo mich Leute durch eine Geschichte führen und ich würde mal sagen, dann übergebe ich dir mal direkt das Wort und lass mal die Einleitung rollen. Let's go! Okay, also herzlich willkommen zum Gruppen-Let's Play. Ich bin Felren und bin der Administrator auf diesem Server. Ich habe das Ganze ins Leben gerufen. Und also dann würde ich erstmal erzählen, wie ich zum Beispiel auf den Server gekommen bin. Ich wollte schon immer eine Welt erstellen oder ein Spiel erstellen, wo man eine Story hat mit Aufgaben, die man lösen muss und mit Rätseln. Wo man halt auch zum Beispiel mit NPCs, also Charakteren sprechen kann. Und auf dem Server bin ich speziell auch wegen meinem eigenen Texture Pack gekommen. Das sieht man hier auch auf dem Server. Das ist hier aktiv. Genau. Und zum Beispiel haben wir jetzt schon den Anfang der Geschichte fast fertig. Also die Dialoge sind zum Teil fertig. Quests sind noch in Arbeit, aber sind auch schon fast fertig. Wir haben mehrere Dörfer fertig auf der Map und wir haben zum Beispiel schon Biome zum Teil erstellt und gebaut. Genau. Und was wir zum Beispiel noch bauen wollen, ist die Hauptstadt, wo eigentlich die ganze Geschichte sich darin handelt. Darum heißt der Server auch Voxelibra Abenteuer Mittelalterstadt. Und dazu gehört natürlich eine mittelalterlich angelehnte Burg. Noch ein paar Dörfer wollen wir bauen. Und die Biome sind, wie gesagt, halt noch nicht ganz fertig. Darum wollen wir die auch noch zu Ende bauen. Genau. Dann würde ich mal sagen, starten wir mit der Vorgeschichte. Und das übernimmt Sakura bzw. Zwergi. Moin erstmal. Ja. Moin. Gut. Dann mache ich mal die Vorgeschichte. Und ein bisschen Gymnastik sehe ich gerade. Bist du gerade in Ami zur Zeit? Es hätte eher gefehlt. Willkommen beim Let's Play, eine Spezialfolge mit den Spezialisten vom Game, geführt vom Oberspezialisten Chronix. Viel Erfolg! Zwangsjacke für Sie links, Medikamentenausgabe ist 12 Uhr. Genau! Gut. Lange ist her, dass du Menschen auf dieser einsamen Insel gesehen hast. Deine gesamte Mannschaft ist in einen mächtigen Sturm geraten und nur du und dein Kapitän Gulmor habt mit dem Luftschiff an der Insel angelegt. Vor einer Weile hast du mutig das Schiff verlassen, musstest mit aller Kraft über einen kaputten Holzsteg balancieren, um auf die scheinbar geheimnisvolle Insel zu gelangen. Leider ist Kapitän Gulmor nicht mitgekommen, da er sich bei dem Sturm das Bein verletzt hat und sein anderes Bein ein Holzbein ist, weil vor vielen, vielen Jahren ihm Haie im Wasser dieses Bein abgebissen haben. Nach ein paar Dutzend Metern erschien an einer Steigung ein verlassenes Dorf, das aus einigen Ruinen besteht. Verlassen und sehr merkwürdig anzusehen. Außerdem ist noch etwas außerhalb der kleinen Häuseransammlung. Eine ebenfalls verlassene Mine, die tief verzweigt in den Berg hineinführt. Da du von deinem Kapitän hörtest, dass du oft aus Mine nicht mehr hinausgelangst, weil du von der Gier nach Diamanten erfasst wirst und somit immer tiefer hineintreten willst, hast du derzeitig Abstand gehalten. Er hatte außerdem erwähnt, dass es einen Fluch auf einer einsamen Insel geben würde, der diese Gier noch verstärkt. Oh. Nach einer kleinen Überlegungspause wolltest du dir vielleicht eine Ruine neu aufbauen, um sie als Schlafmöglichkeit zu benutzen. Doch die Ruinen erschienen dir zu merkwürdig. Stattdessen hattest du dich entschieden, die bevorstehende Nacht im Luftschiff zu verbringen, da es scheinbar die sicherste Option war. An diesem Morgen standest du nicht besonders ausgeruht auf, doch willst du mit neuer Kraft die Insel erkunden
um dir einen vernünftigen Unterschlupf zu bauen. Seit dem Vorfall mit deiner verschollenen Mannschaft hältst du Ausschau nach ihnen und fragst dich, ob sie vielleicht auch hier auf dieser Insel sind. Außerdem schreibst du seit neuestem eine Art Tagebuch, um dir wichtige Dinge notieren zu können und Aufgaben besser zu planen. Das Team wünscht dir ein tolles Spielerlebnis, viel Glück und komm gut in der Stadt an. Ich kann nicht schreiben. Nice, okay. So. Das war die Vorgeschichte. Ich glaube, die Regeln brauchen wir uns, glaube ich, jetzt nicht durchlesen. Wir können zumindest mal ein bisschen einblenden. Kein Blinder rausrauben, ja. Server richtig. Ja, okay. Achso, ja, okay. Die sind ja keine für die Zuschauer interessant, sondern nur für die hier auf dem Server. Okay, gut. Dann, ja. Genau. Ja, dann haben wir alle ein Tagebuch. Wenn Zwergi nochmal vorlesen will, kann sie das gerne machen. Und dann kann man dann sozusagen auch spielen. Ja. Ich kann auch vorlesen zur Abwechslung. Ja, gerne. Tag 1, 6 Uhr. Hallo, liebes Tagebuch. Heute bin ich sehr verschlafen wach geworden und habe auch nicht gut geschlafen. Ich musste immer wieder daran denken, wie es jetzt weitergeht und ob wir überhaupt jemals weggelangen können. Ich denke, ich traue mich heute in die Mine, um mal zu schauen, wohin sie führt. Glumor hat bestimmt eine Idee. Ich gehe ihn mal gleich fragen, was wir als nächstes vorhaben. Wer ist Glumor? Und da in das Glumor ist der Redner. Applaus, Tagebuch. Ah. Ja, wie? Ich habe nur eine Regel. Hat das jeder bekommen? Ach so, ja, dann. Nur Regel. Jetzt hat Zwergi klaut einfach alle Bücher. Und das Tagebuch ist sozusagen so, dass man halt auch später, wenn man auf dem Server spielt, sich da wichtige Notizen reinmachen kann selber. Und das ist sozusagen nur vorgespielt jetzt das erste. Ich würde mal sagen, Zwerg, ich werde dich in-game aber Sakura nennen, weil das ja auch immer über deinem Charakter da so rumschwebt, der Name. Dann können die Leute dich besser identifizieren. Okidoki. Dann mal los. Luminal Spaces also hier, ein Flur voller Türen. Ja, das sind die ganzen Kajüten. Angekommen. So große Kerzen. Hallo mein Herr, Sie müssen Glumor sein. Hm? Glumor. Ach, das hätte ja, Captain Glumor. Ja. Erst sagen, er kann nicht schreiben beim Lesen. Genau, den NPC kann man dann rechtsklicken und dann öffnet sich ein ganzer Dialog. Captain des Luftschiffs. Hallo, mein Freund. Und hast du gut geschlafen, Ronix? Ich hoffe es sehr für dich, da ich die Nacht damit verbracht habe, nachzudenken. Wir müssen uns hier einige andere Orte suchen. Ich überlebe es hier nicht mehr lange auf diesem alten Schiff. Aha. Worüber hast du die ganze Nacht nachgedacht? Als erstes Essen. Was? So, als erstes Essen. Ja, mein Essen ist das Wichtigste. Hoffentlich sind hier in der Gegend viele Tiere und Sträucher. Worüber hast du denn nachgedacht? Mein lieber Freund, ich habe nachgedacht. Ich kann das. Wir brauchen dringend einen Unterschlupf zum Übernachten und müssen unsere Mannschaft finden. Vielleicht sind sie ja auch auf dieser Insel. Und wenn, dann werden wir sie finden, Ronix. Ah, das klingt aber ja schon nach einem Versprechen. Es klingt so wie eine Drohung. Ja, ja. Hä, verstehe ich gar nicht. So, ja, ich kann einen Unterschlupf bauen. Mir fehlen nur die nötigen Mittel und Baumaterialien und der Bagger. Es könnte natürlich sein, dass unsere Mannschaft hier ist doch schwer. Ja, du hast recht. Es ist wirklich schwierig. Doch wenn wir Leben finden, können sie uns vielleicht helfen, unsere Mannschaft zu suchen, falls sie überhaupt auf dieser Insel sind. Ich habe ein paar Fragen. Oh. Farewell. Okay. Gut, das heißt. Gut, dann müssen wir also jetzt erstmal
Mannequin suchen. Okay, also das ist ja hier das Luftschiff. Und wie wir schon in der Vorgeschichte und jetzt im Tagebuch gehört haben, ist halt irgendwas mit der Mine und den verlassenen Häusern. Darum würde ich mal vorschlagen, dass wir da hingehen. Ihr könnt schon mal vorgehen, ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Da hinten ist eine Stadt. Ich sehe eine Stadt. Nicht so, ja. Stadt. Aber sie ist da. Oha. Ist diese Brücke hier sicher? Wenn jetzt da einer runterfällt, dann weiß ich auch nicht. Ach, verdammt, man kann nicht schubsen, ne? Wir haben alle Godmode an. Ohne Godmode geht's. Ich bin der Godmode. Wenn, dann wäre es Admin Mode, aber das ist der falsche Server. Ich höre Tiere. So. Ja, die habe ich gerade auch schon. Ich hätte doch so. Wo wollen wir hingehen? Erstmal eine Runde Parkour, let's go. Also hier. Immer noch. Ich tue mal so, als wäre ich hier das erste Mal. Hast du dich gerade gewundert, Sakura, oder hast du gerade versucht, den Kühen nachzumachen? Suchst du aus. Aber ich sehe gerade Hamburger rumlaufen und ich hatte kein Frühstück. Oh. Ich hatte auch kein Frühstück. Kennst du das Rätsel hier? Ich kann mich noch so ganz leicht erinnern, dass hier bei dem Becken was war, rechts davon. Aber das I don't know. Ich hab so irgendwelche Hinweise, oder? Zumindest ist hier eine Kerze aus. Ich mach die mal an. Ne? Die ist immer aus. Okay. Wie mache ich die aus? Haha. Rätsel gelöst, jetzt mal die Kerzen aus. Was immer das gebracht hat. Schau dich mal in der Richtung des Altars um und im Altar, am Altar. Oh. Warum hängt da mein altes Ego an der Wand? Siehst du da nichts drin? Also hier unten ist eine Spalte. Und da steht irgendwas. Warte, ich kann ja zoomen. Tiefen Schiefer. Und was ist ein Tiefen Schiefer Block? Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, sowas hier zum Beispiel. Oder sowas. Du brauchst jetzt irgendwas vom Altar. Aha. Guck noch mal genauer an den in den Altar sozusagen. An den oder in den. Doink. Oh. Komm ich da rein? Ja. Ah, der silberne Ring, genau. Ein Schlüssel und ein Skelettenschädel. Die kann ich mir gleich mal anziehen. Muhaha. Ich weiß, wie das geht. Wo war das? Das war da. Und. Yeah. Gut, einer reicht. Steht ihr. Mal schauen. Creative Mode ist vielleicht auch nicht so günstig. So, die anderen 63 packt mal wieder zurück. So, also, wahrscheinlich denkst du dir jetzt schon, wofür der Schlüssel ist. Ich schätze mal, da unten sieht sowas aus, als wenn da eine Kiste wäre. Kann ich die erreichen? Nee. Ich gebe dir einen Tipp, du musst etwas droppen. Du musst etwas fallen lassen. Ah, drop the mic. Ding. Ding. Oh, jetzt habe ich es auch aufgenommen. Oh Gott, ey, ich bin so scheiße. Warte. Einmal weggucken. So, jetzt funktioniert. Möchte das Clear Object zwar was weg. Ah, okay. So, das war nicht weit genug. Meine Werfskills sind phänomenal. Haha. What? Oh.
Okay. Ich freu mich. Ich nehme nur ein bisschen mehr. Warte, ich drop einmal und bleib da stehen. Oha. Also es ist da unten noch nicht eingerichtet, nur dass du es weißt. Ah. Aber so ist es schon mal schön viele Diamanten. Was? Ja, dann so. Musst du das einmal droppen ein und dann kommst du auch durch. Drop the beat. Einer nacheinander. Achso. Auf welche Diamanten und Smaragde. Achso, das gerade den ganzen an. Ja, warte. Oha. Ich komme jetzt mal zu. Ach. Hier. Achso, du hast schon. Ja, okay. Jetzt noch mehr. Ah, genau, dann geht es zu. Aber das soll dann Teil zum Beispiel. Da ist jetzt ein Teil, den wir theoretisch im Let's Play bauen könnten. So eine kleine Schatzkammer. Genau, die haben wir noch nicht gebaut. Aber die Technik sozusagen steht. Genau, und hoch kommt man dann wieder durch den Wasseraufzug hier. Ja, oh ja. Ein bisschen Wasser bei dem Wetter tut gut. Oh ja. Man kann auch einfach Leertaste drücken, der ist mal schneller. Ha. Oh, ja. Scheiße. Ja, drück du. Oh, jetzt wird's super. Warte, ich versuche einmal zu drücken. Schön, ich komme hier nicht raus. Oh Gott, also ich hab sofort. Hey, wie toll! Ja, jetzt! Ah. Oh, danke! Wow. Das war gerade schön kuschelig. Ich konnte euch quasi in. Okay, das klingt falsch. Bitte! Gleich weinen. Okay, ja, genau, dann sind hier ein paar Ruinen. Da kann man sich umschauen. Aber jetzt schon mal Spoiler: da gibt es keinen Geheimgang oder kein Rätsel jetzt bei den Ruinen. Sad life. Aber ganz gut gebaut. Oh. Also. Oh. Bist du mir schon nicht drauf? Boing. Ja, Credits gehen an Svergi und mich. Ja, das war schon eine Hausnummer. Die Flüsse zu machen war aber auch nicht ohne. Ja, Hut ab und danke. Gefühlt Ozeane entstehen lassen. So viel Wasser, wie ich das gebraucht habe. Ach ja. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel. Können wir ja nochmal in Richtung Mine gehen, aber da müssen wir sehr aufpassen. Oha. Ich würde vorschlagen, dass ich einmal kurz noch was vom Luftschiff hole. Irgendjemand kann mitkommen, wenn er will. Eine Atomrakete, ich komme. Ja. Let's go. Drei Blicke vor, alle rennen hinterher, ich bleib stehen. Ach, ist das schön. Können wir ja eine Wettrennen machen. Weiß schon, wer aus der Mine lebend rauskommt. Das haben jetzt alle Brot, oder? Brot habe ich ja. Es ist Brot im Haus. Ah, nee, bei Obst. Brot. Auch so ein Toastbrot. Welcome back to the nominal space. So, dann. Nehme ich hier mir einmal eine Holzachs draus und ihr kriegt auch noch welche. Yay! Die wirst du brauchen. Sieht zwar eher aus wie ein Hammer, ja. Aber gut. Ja, stimmt. Das ist ein Hammer. Keine Holzachs. Ja, Axt und Hammer sind ja fast das gleiche. Aber darum habe ich diese Lücken. Sag mal hier. Wenn man dankt. Dann machen wir einmal bitte alle Gottmord aus. Sonst wird's nicht so schön. Gottmord enabled. Oh, ich glaube, bei mir war schon die ganze Zeit aus. Lul. So. Bei mir auch. Dann einmal. Bei mir ist auch enabled. Oh, disabled.
So. Das kannst du mir, alten Frau, doch nicht antun. Alter. Jetzt müssen wir wieder balancieren. Ich wollte gerade schnell laufen und fliege erstmal 10 Meter vor. Und mein Herz. Gut, dass ich erst die ganze Zeit Kampf und Anspiel gemacht habe. Oh, mein Rücken. Ich frage es gar nicht. Nein, nein, nein. Hier spielt jemand Zwergenleimer. Nein. Was? Das ist wirklich okay, machen wir nicht. Da steht nur okay im Chat. Wieso? Also, hier runter? Hier ist die Mine. Oh, das hier ist die Mine. Genau. Mal schauen, ob jemand, der ihn jetzt nicht von mir verraten bekommen hat, den Secret. Ich bin wieder still. Ich weiß es nicht. Erstmal alle Kisten durchsuchen, let's go. Wie gut ist altes RPG hier? Let's go, mit Verknüter. Alles leer. Ball. Also der es findet, bekommt auf jeden Fall eine Belohnung. Oder nein, die ganze Gruppe bekommt. Nest Songbird. Die ganze Gruppe bekommt dann eine Belohnung. Was ist Nest Songbird? Nest Songbird. Ja, das ist ein Nest von den Vögeln. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also sagen wir es mal so. Okay. Noch nicht da rein am besten. Ja, ja, will schon irgendwie eine Art Falle. Meinst du eine Schmiedevorlage? Was? Oh. Ich sag das. Schmiedevorlage. Oh. Ich sag, das sieht aus wie eine. Ich sag gerade, das sieht aus wie eine Falle. Und dann mache ich erstmal Klick mit Rechtsklick auf so eine Platte drauf. Let's go! Also sagen wir es so: Es ist hier draußen. Und man muss den Befehl slash sit oder slash lay benutzen. Warte, slash lay benutzen. Mm-hmm. Hey, du da unten. Ey, okay. Und warum ist hier nicht, warum liegt hier eine Schmiedevorlage rum? Weiß ich nicht. Ich warte ja. Also, sagen wir so, irgendwas ist am Ofen. Irgendwas ist am Ofen und man muss slash lay benutzen. Ah! Ist die Frage, muss ich das anlegen? Muss ich mich. Du kannst es. Dann löst es für alle auf. Also man muss hier slash machen, dann gibt's da. Ding! Und für alle gibt's jetzt schnell. Sehr mal dank. Okay, ja, dann würde ich sagen, trauen wir uns mal zu viel in die Mine. Ja, ja. Ladies first, ich warte da nicht. Genau! Wie groß ist der Blutspritzradius? Null. Hallo, Mops. So, hallo? Wo sind die Mops? Die wurden gemobst. Mein Mops gerade, ich weiß vielleicht nicht, was wieder despawned. Doink, doink, doink. Oh, Emerald. Oh, hier ist ein Loch. Ah, da ist ein Bauarbeiter. Wieso? Hast du hier so Spawning gemacht oder? Hello there. Ja, ja, eigentlich waren hier. Warte kurz, die waren doch einfach da. Komisch. Auf jeden Fall, eigentlich sollen hier Monster sein. Schau mir die Augen, Kleines. Eigentlich sollen hier Monster sein, aber ja. Ah. Ja, da steht irgendein Typ. Die haben unsere Holzäxte gesehen und haben gedacht, oh, Scheiße, die Dinger sehen aus wie Hammer und sind wahrscheinlich geflüchtet. Vielleicht haben sie auch ein Skelett auf sich zurennen sehen und sind deswegen abgehauen. Oh. Ja, da ist aber nichts drin. Da ist eine Kiste mit einem Loch drunter. Es gibt doch alle Falle hier. Falle? Ja. Nee, da ist. Ich hab Lever Croft gespielt, ich kenn mich mit Fallen aus. Oh Gott, jetzt bug ich hier rum. Da müsste. Oh Gott, ich bug. Er ist, glaube ich. Ja, hier ist eine Secret Chest. Ich weiß nicht, wie man die erreicht. Oh, da sind viele Schmiedevorlagen drin, würde ich mal sagen.
Wenn man sich hier hinstellt und dann nach unten ins Leere sozusagen. Ah, dann Schmiedevorlage, Coast, Sentry, Coast, Sentry, Coast, Sentry, Coast, 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 Sentry. Jetzt ist eigentlich die Mine relativ langweilig, weil hier, wie gesagt, keine Monster drin sind, aber eigentlich wären jetzt hier Spinnen, Skelette und Creeper, also Rover drin. Nee, warte, nicht Rover, sondern, wie heißen die neuen? Doch, nee. Weiß ich nicht. Oh. Stalker, oh, heißen die. Mal schauen, wer den Geheimgang, also kennt jeder den Geheimgang? Ich guck grad, wie ich da zu diesem Bauarbeiter komme. Der da so. Ja, okay, dann lass mal Ronny. Dann lass mal Ronny. Ja. Weil sonst kennen wir, glaube ich, auch. Noch eine Kiste? Also, okay. Eigentlich musst du wieder hier hochkommen, Ronny. Es hat hier schon irgendwas an einem Gitter was zu tun. Ah, okay. Ja, er ist unsere Testkiste. Der ist toll, der ist Anführer. Das Soßkaninchen. Irgendwas an dem Gitter. Also, irgendwas hier. Ey, komm auf, du Arsch! Guck mal, so eher von hier durch. Ah, ja. Ich mache. Sehe schon, komm ich da. Hm? Ah! Ich bin jetzt. Jetzt kommst du nicht mehr durch. Oh, dunkel in Berlin. Und der Dialog ist halt dann zum Beispiel jetzt nicht fertig, aber Dann soll man den halt irgendwie da rausretten, weil. Ich kann ja ein bisschen schon mal erzählen. Also, das ist ein Minenarbeiter-Zwerg, der da eingesperrt wurde von den Pillagern. Meine Verwandtschaft. Ja, ja, ich sehe schon. Drei Quadratmeter Wohnung. Midlife Crisis confirmed. Good morning, Ronny. I am Mini-Zwerg. I don't know much yet. Hopefully, Felren will teach me to talk soon. Ach so. Ich dachte, das ist ein Dialog, den du eingegeben hast. Das ist der Standarddialog. Oh Gott. Ich lese es sofort, wenn das der Teil der Story wäre, so, let's go. Schön. Irgendwas fehlt in meinem Kaffee. Ich glaube, das ist was. Auf jeden Fall soll man den dann retten und das zerstörte Dorf draußen ist sein Zuhause und so. Ah, okay. Die Pillager sind die Gegner von allen. Tür geht der Klingel zu. Den Knopf drücken. Ich warte, die Tür gespannt. Oh. Die Tür geht aber ganz schön schnell wieder zu. Ja, man soll. Nee. Hallo! Ja, bitte! Geschafft! Dunkel ist gut munkel, aber nein, sowas von. Ich schlaf wieder ein! So. So, ja, das war die Mine, war jetzt, glaube ich, nicht so spannend, aber mit Dialog wird's dann halt. Also, wissen Sie, sieht halt atmosphärisch schon echt gut aus, die Mine. Also, schon. Ja. Optisch schon echt dahin, Gucker. Muss man sich an Sören bedanken. Also ja, danke. Sie ist der Schnieke. Und die Spinnenfallen funktionieren. Es ist ein Ronny so dran. Die Räume ja, genau. Dann würde ich mal sagen, es gibt zwar hier noch Quests, also wenn man will, kann man jetzt noch Sachen bei dem Wurmor bekommen, also Quests bekommen. Weiß nicht, ob wir das machen wollen. Es gibt, glaube ich, noch jetzt noch ein Quest oder so. Ja, sonst würde ich nochmal die restliche Welt zeigen und so weiter. Und nochmal Dialoge, die halt jetzt nicht am Anfang sind. Eieiei. Das tat weh. Ich will. Ah.